So, wir sind wieder unterwegs in München und wir probieren was ganz Verrücktes aus, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar gehen wir aufs Oktoberfest hier, auf die Wiesen. Starten auch gleich mal direkt los, indem ich mir erstmal eine Tracht kaufen gehe. Aber vorher natürlich erstmal wieder Hotelzimmer checken. Ich wurde eingeladen von Max Wolf für morgen Abend und dann feiern wir noch einen Geburtstag von meinem Kumpel Marcel. Da nehme ich euch dann einfach mal mit. So, hier Angermeier wurde mir empfohlen. So, ich habe jetzt meine Sachen gekauft, habe 1800 Euro bezahlt. Und wen habe ich hier getroffen? Jetzt bin ich mal vor der Kamera und du hinter der Kamera. Ganz genau. Das erste Mal, oder? Ja, Mann. Oh, hervorragend. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Wladimir arbeitet an seiner Influencer-Karriere. Ich filme Leute in meinem Social-Media-Content, wie sie ihren Social-Media-Content machen. Das ist eine Social-Media-Content-Reception. Leute, es ist sehr wichtig, wenn ihr euer Steak macht, dass ihr das mit einem Bunsenbrenner warm haltet. Hat er sehr gut gemacht, bin zufrieden. 10 von 10. Jetzt noch ein bisschen Grünzeug drauf, weil das gesünder ist. Wladimir, das Steak ist ja gar nicht Gold. Da hätten wir auch direkt zu McDonald's gehen können. Das war natürlich nur Satire, ja, und ein Witz, bevor jetzt wieder Leute die Augen rollen. Ich habe es jetzt geschafft, dass jetzt der Arm hier praktisch umsonst für mich arbeitet und mein neuer Kameramann ist. Alex, erstmal neuer Kameramann, du bist hiermit entlassen. Alles klar, danke schön für die tolle Zeit. Die Abfindung kommt dann. Mein Lieblingsessen. Fleisch mit Fleisch mit Fleisch. Machst du sehr gut, Alex. Obwohl ich entlassen bin, arbeite ich bis zum bitteren Ende. Zur Erklärung, wir haben hier drüben den Schokokuchen mit den roten Beeren Vanille-Creme Brûlée, mit den dunklen Beeren Tonka-Bohnen-Creme Brûlée, hierlei Sorbet, Erdbeer, Basilikum, Limone, Himbeer und Mango. Hier um die Schokolade rum den Bohemian Cheesecake, eine Früchtestraße und die Beignets für das Schokofondue in der Mitte. Danke dir. They see me rolling, they hate it. So, ich starte jetzt hier richtig schön in den Tag. Natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Anwalt. Dann ist es mal wieder Zeit, ein paar Leute abzumachen. Nicht Spaß. Wenn man in München ist, dann muss man einfach mit Dominik Herzog chillen. Bester Mann. Und das Frühstück mich hier richtig lecker. Einmal Ex-Benedikt. Perfekt. Ey, ich muss nachher noch mir ein von einer Weißwurst, ne? Ja, gibt's bestimmt auch irgendwo mehr. Stell ich gleich. Sieht lecker aus. So, wir sind auf dem Weg zum Oktoberfest. Hier im Taxi. Alex ist auch dabei. Ja, Alex, ich bin auch dabei. Dann sind wir mal gespannt, was da abgehen wird. Was ich hier gefunden habe. Bist du ready? Ready for Oktoberfest, nach 3 Jahren wieder. Wieder Zeit, ne? Ja. Bist jetzt in meinem Vlog. Nee, du bist in unserer Heimat in Bayern. Und er hat eine richtige Lederhose an, eine richtige mit Hirsch. Ja, und hab ich extra für dich gekauft. Ja, weil sonst hätten wir noch nicht mitgenommen. Genau. Dann gehen wir uns jetzt mal, würde ich sagen, richtig einen reintrinken, oder? Mal gucken, ob du mittrinken kannst. Sollen wir das mal machen? Weil ihr, was sagt der Bayern, ihr Preußen vertragt nicht. Ich werde berichten, ob er es schafft. Wir dokumentieren das. Mindestens in Bayern 3 Maß. So, bis jetzt ist alles ruhig hier. Ich bin hier auf den Wiesen, es ist alles in Ordnung. Mir ist nichts passiert. Ich werde direkt gegrüßt, wenn ich hier bin, im Himmel. Schaut mal. Okay, Servus. Markus. Will ich lesen? Also wo gehen wir jetzt hin? Jetzt sind wir gerade im Käfers Weinzelt, das ist so die Promi-Location in München und jetzt gehen wir in die Kalbsbraterei. In diesem Bändchen kommt man da rein. Ein ganz kleines Zelt, sehr gemütlich, keine Touristen, einfach nur Einheimische. Und ich. Und keinen, den wir mit adoptiert haben. Wollt ihr bitte? Ist ready.
Ich stoße nochmal an, oder? Let's go. Wir schauen nicht, wie der schafft. Schauen wir mal. Gut. Gerne. Schön, dass ihr da seid. So, Tag 2. Wir waren gestern schon auf dem Oktoberfest. Und jetzt fahren wir wieder zum Oktoberfest. Und zwar geht es jetzt zum Geburtstag von Marcel ins Käferzelt heute. Und jetzt geht es wieder weiter. Coca-Cola normal. Coca-Cola. So, wir sind auf dem Rückweg. War richtig lustig gestern beim Oktoberfest. Der Alex ist fertig mit den Nerven. Alex, was sollen die Leute machen mit dem YouTube-Kanal? Abonnieren. Und like das Video, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.